Ich heiße Daniel Joachim Meyer, arbeite bei Burnout Kitchen und bin der Inhaber und Gründer dieser Firma. Mein Name ist Benny, ich arbeite bei der Firma Burnout Kitchen und bin im Außendienst Vertrieb zuständig und ein bisschen fürs Marketing. Eine Outdoor-Küche muss für mich einfach natürlich witterungsfest sein, also beständig sein, viel Stauraum, viel Platz bieten. Der passende Grill muss natürlich auch mit drinnen sein und viel Arbeitsfläche haben. Man kann sich sicherlich vorstellen, durch die gesamte Corona-Situation ist den Leuten noch bewusster geworden, dass man sich zu Hause eigentlich am besten, am schönsten machen kann, weil dort gibt es keine Restriktionen mit Maske tragen, Abstand halten etc. Das ganze Thema Outdoor-Living, ich nenne es jetzt mal Cocooning, ist ein Trend, der über Jahre sich schon in Deutschland gut entwickelt hat. War für uns aber jetzt ein Thema, um dort weiter nochmal Gas zu geben, die erste industriell gefertigte Made-in-Germany-Outdoor-Küche zu werden. Unsere Produktion setzt sich klassisch eigentlich zusammen, wie es bei jedem Schreiner auch ist. Das heißt, es fängt an, man bekommt seine Bauteile ins Lager. Im Vorfeld fängt natürlich die ganze Arbeitsvorbereitung an. Das heißt, alle Listen etc. werden bei uns im ERP-System dementsprechend aufbereitet. Die Aufträge werden bei uns in die Fertigung an die jeweiligen Stationen gegeben. Eine Station ist eben die Bauteilfertigung, die wir gesehen haben, wo auch der KUKA seinen Einsatz findet. Dann natürlich unsere Edelstahlfertigung, wo dementsprechend die passenden Gestelle für die Küche dann geschweißt werden. Dann geht es weiter in die Montage, wo die eigentlichen Module dementsprechend dann montiert werden, geprüft werden, verpackt werden und dann am Ende auch rausgesendet werden. Wir sehen ja in der jetzigen Zeit, dass es sehr, sehr schwer wird, und es wird auch zukünftig nicht besser werden, Fachkräfte zu bekommen. Für uns ist natürlich elementar wichtig, dass wir die Personen, die wir in der Fertigung haben, wir müssen die effizient einsetzen. Und da gilt es natürlich, einfache Tätigkeiten, wiederholende Tätigkeiten, irgendwo so zu steuern, dass sie auch zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, von einem Roboter gelöst werden können. Der KUKA-Roboter hat einen Namen bekommen von meinem Sohn. Mein Sohn hat sich dann für Emma entschieden, das ist seine Freundin, die ist immer pünktlich, immer zuverlässig, deswegen passte das sehr schön. Der Roboter wird eingesetzt bei uns für einfache Tätigkeiten, das heißt die Bauteile, die aus der Bauteilfertigung aus der Maschine kommen, von dem KUKA gepackt über eine Vakuumtraverse, werden dann entweder auf ein Förderband gepackt oder halt auf eine Palette abgestapelt. Ein weiterer Punkt, der für uns sehr, sehr interessant war, wir haben in unserer Fertigungshalle, wo eben diese Maschinenanlage steht, baulich einfach irgendwo Grenzen. Das heißt, wir haben jetzt keine Riesenhalle dort und waren da auf einen gewissen Teilbereich eingeschränkt, wo diese Maschine stehen sollte. Mit üblichen herkömmlichen, ich sag mal, Winkelübergaben, Riemenantrieben hätten wir die Maschine da so nicht platzieren können. Durch den KUKA hatten wir auch die Möglichkeit, die Maschine schmaler zu machen, sodass sie auch bei uns in die Halle in diesen Bereich reingepasst hat, weil eben der Roboter nicht so viel Platz benötigt für sein gesamtes Handling. Das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig auch gewesen. Ansonsten hätten wir bauliche Maßnahmen in der Halle wieder machen müssen, was sicherlich auch immer, wie man sich vorstellen kann, schwierig in der Umsetzung ist. Die Besonderheiten bei uns im Standort in Osnabrück in Bissendorf ist einfach, dass wir hier vor Ort selber produzieren, also made in Germany. Wir haben bei uns hier im Burnout.dk eine tolle Ausstellung mit vielen Möbeln, die wir einfach zeigen können, mit Feuerspielen, mit Lichtspielen. Das macht es einfach so besonders. Wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen noch. Grundsätzlich war der Hintergedanke, wir wollen das Ganze schon industriell machen. Und wenn wir jetzt gesehen haben, wie schnell diese Umsetzung dann auch stattgefunden hat, dass der gesamte Maschinenkomplex wirklich auch ans Laufen gekommen ist bei einer sehr hohen, schnellen Verfügbarkeit, kann man für uns ganz klar sagen, das war sicherlich nicht der letzte Roboter, weil wir einfach begeistert waren, wie schnell das Ganze implementiert ist und dementsprechend auch einsatzbereit. Industrial Intelligence. Thank you.